Ja, hallihallo und willkommen bei Mobile Fanboy bzw. bei Samurai Siege. Und ihr seht es, der Krieg hat begonnen und dauert noch 8 Stunden und 3 Minuten. Und dann wollen wir gleich mal schauen, ob wir nicht was dazu beitragen können, natürlich. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall direkt mal machen. Und dazu gehen wir auf den Krieg. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Ach, das ging eigentlich sofort, wenn man einen Kampf macht, ne? Ich habe mich da gerade vertan. Das heißt, wir können auch sofort einen Kampf starten. Dann klappt das auch, sollte das auch klappen. Boah, ich werde hier schon wieder so ein bisschen geblendet von der Lampe, aber das sieht noch ein bisschen dunkel aus, ja. Ja, so wird es irgendwie schon passen. Muss dazwischendurch mal rüber gucken. Wir gehen mal hier ins Store. Die ist noch ein bisschen schief. Ja, wird schon gehen. So. Ja, jetzt lädt es wieder, obwohl ich diesmal nichts mehr hochlade. Also es müsste eigentlich zügiger gehen. Und wir wollen natürlich gucken diesmal, dass wir eine Schlacht starten, in der wir auch eine Chance haben, um natürlich die Punkte zu holen für unser Bündnis. Und das hier sieht mir auf jeden Fall noch ein bisschen groß aus. Dann können wir in der Zeit schon mal ein Schlückchen Kaffee trinken, wie üblich. Eine geile Katzentasse. Bisschen Schleichwerbung für die Katzentasse. So. Hier sind wir auch noch nicht so ganz richtig. Wir gucken mal, was wir so finden hier. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir ein bisschen was beitragen können. Das sind aber schon wieder alles starke Gegner hier ganz schön am Anfang. Sehr eigentlich nicht verkehrt, wenn wir mal so einen etwas schwächeren kriegen würden, damit wir da einfach Punkte sammeln können oder beziehungsweise Macht. Ich kann es natürlich noch wieder nicht so ganz einschätzen, aber ich würde sagen, hier ist die Ausbeutenmeister Pimmel, ja genau. Da wäre die Ausbeute eigentlich zu gering gewesen, um da wirklich was zu reißen. Also wir wollen wenn schon ein bisschen was, na, hier auch. Jetzt kriegen wir zwar schon schwächere Gegner, dann ist natürlich die Beute auch wieder kleiner, aber so ein bisschen Beute sollte schon da sein, finde ich. Damit sich das auch lohnt. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen hier das umdekorieren und zwar die Kamera ein bisschen runter machen und den Laptop ein bisschen anheben, weil der Lüfter sich nämlich schon wieder zu Tode orgelt hier. Damit das auch alles passt, sollen machen wir das nochmal ein bisschen so. Perfekt, und dann kann es weitergehen. Die Schlacht beginnt in 18 Sekunden, aber das bringt uns auch noch nichts. Deswegen suchen wir uns nochmal den nächsten. Ich weiß, jetzt ist natürlich hier die Sucherei noch wieder mit in der Aufnahme, aber wir müssen da mal gucken, dass ich da den nächsten Weg finde, das gescheit auszuschneiden. Die Sache ist nämlich mit Facecam und Ton und Bluestacks-Aufnahme, beziehungsweise Fraps-Aufnahme von Bluestacks, habe ich halt wieder zig verschiedene Spuren. Da muss ich halt gucken, dass ich das gescheit geschnitten kriege, weil nämlich Vegas bei mir momentan ein bisschen rumspinnt irgendwie immer noch. Also, ich habe es immer noch nicht so ganz in den Griff bekommen, dass es einfach mal funktioniert, weil es verzieht sich ständig alles. Wenn ich da irgendwie in der Mitte was rausschneide, dann kann man das nicht gescheit verschieben. Ich muss mal gucken, irgendwie klappt das noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Deswegen muss ich da nochmal irgendwann mal eine Testaufnahme machen und das dann einfach mal gucken, ob ich es gefuckelt kriege. Und werde es dann natürlich in die Aufnahme umsetzen. Allerdings, so lange ist das ja hier auch nicht. Das sind ja meistens nur 3-4 Sekunden. Und die dann rauszuschneiden, dann haben wir hinterher 1 Milliarde Schnitte im Video. Und das ist ja auch nicht unbedingt der Sinn der Sache, ne? Also ich weiß nicht. Kann man zwar machen, aber ob das jetzt unbedingt was bringt, weil dann kann ich auch immer nur in den 2 Sekunden reden, wo ich was wegklicke. Oder ich mache komplett, nehme demnächst nur noch auf, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Das kann ich natürlich auch machen. Und das wäre jetzt eigentlich eine Idee. Da brauche ich nämlich nur einen Schnitt machen. So machen wir es nämlich jetzt. Ich mache jetzt einen Schnitt hier nach quasi, wenn ich jetzt einmal hier so klatsche und danach suchen wir, melden wir uns wieder, wenn wir einen gefunden haben. Oder obwohl, das lassen wir einfach bleiben. Wir nehmen den jetzt hier. Arsch, nee, der Kanonen. Egal, komm. Den hier nehmen wir jetzt und gucken einfach, was passiert. So. Oh, jetzt laggt es ein bisschen beim Angriff. Aber das ist normal, glaube ich, hoffe ich, denke ich, meine ich. Gucken, dass wir das ein bisschen aufteilen hier rundherum. Natürlich, wir haben ja auch bisher nur die Ninjas. Wir müssen mal die Dojos ausbauen, dass wir auch andere Sachen noch, eventuell noch bauen können. Komm, klick doch hier hin. Warum geht das nicht? Ah, jetzt geht das. So. Und ja gut, wir werden uns einfach mal damit auseinandersetzen hier demnächst. Und gucken, dass wir jetzt da den Turm noch angreifen. Um den ein bisschen in die Schranken zu weisen. Jetzt habe ich gerade nur noch 12 Frames. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ist das jetzt zu viel des Guten hier? Das kann eigentlich nicht sein. So viel mache ich gerade. Ich bin weder am Rendern noch irgendwie was am Hochladen. Also eigentlich müsste es ganz gut gehen. Ich weiß nicht genau, warum es jetzt doch so übelst am Laggen ist. Da muss ich gleich nochmal gucken. Der Laptop orgelt sich auch schwer eins zurecht hier. Ich weiß nicht genau, was da gerade Sache ist. Ich muss eventuell gleich mal neu starten.
Normalerweise ist gerade echt nichts im Laufen, aber ich habe das gestern schon einmal bemerkt. Boah, ich bin am Schwitzen, ey. Ich bin schon warm hier in der Bude. BlueStacks braucht nämlich zwischendurch, wenn es am Laufen ist quasi, oder wenn ich es am Aufnehmen bin, mehr von der CPU als Vegas, wenn es unter Volllast die Videos rendert. Also ich weiß nicht, was da jetzt genau Sache ist oder wie das sein kann. Auf jeden Fall braucht BlueStacks ohne Ende Ressourcen. Und da, keine Ahnung, wie das sein kann. Also, das kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein. Das sind ja nur Handyspiele, so theoretisch, ne? Aber gut, und ich denke mal, unser Angriff hier ist übrigens ganz gut gelaufen, wenn ich mir das jetzt so angucke. Wir haben 100% erreicht. Ich habe es eben im letzten Video schon mal gesagt. Ich habe das Gefühl, die Angriffe floppen hier echt besser als bei Clash of Clans. Und naja, auf jeden Fall haben wir jetzt 25 Ehre und ein bisschen, was haben wir denn jetzt bekommen dafür? Gefunden, blaues Katana, verbrauchte Truppen. Was ist denn blaues Katana? Ist das jetzt irgendwelche Waffen? Grandioser Sieg. Wie viele Punkte haben wir denn geholt dafür? Plus 5 Kriegspunkte, okay. Gut, fortfahren. Das war doch schon mal eine ganz gute Sache, würde ich sagen. Und was ich nochmal wirklich sagen wollte, bitte unter diesen Videos nur Bewerbungen zum Besuchen hier für Samurai Siege, nicht für Clash of Clans. Weil Freddy liest es erstens eh nicht hier drunter wahrscheinlich. Und ich mache keine Besuche, das heißt, wenn ich hier die Kommentare lese, dann lese ich zwar Besuch mich bei Clash of Clans, aber was soll ich dann machen? Kann ich nicht. Mache ich nicht. Ist vergebene Mühe, oder wie man das nennt. Also ihr könnt euch es sparen, hier drunter euch für Clash of Clans zu bewerben. Das bringt eigentlich nichts. Und hier werden auch die Leute nicht ausgesucht. So, jetzt wollen wir hier wieder die Leute in die Warteschlange bringen, damit wir hier den nächsten Angriff demnächst noch starten können. 7 Minuten, okay. Mal zwischendurch mal wieder rüber gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft. Damit das mit den Folgen kommt, oder hinkommt, ich mache einfach vielleicht aus dieser Folge einfach so eine kleine Special Kriegsangriffsfolge oder so, damit wir mal ein bisschen mit den Folgen, ich habe nämlich jetzt schon so einige echt im Voraus produziert, damit wir mal mit den Folgen ein bisschen hinterherkommen. Ich bin nämlich jetzt schon 4 Tage weiter heute, genau, 4 Tage schon weiter mit den Folgen. Deswegen, das werdet ihr auch sehen, dass ich ständig die gleichen T-Shirts anhabe in den Folgen, weil ich hier relativ zügig nacheinander aufnehme, weil man hier echt einiges machen kann. Und das ist ja eigentlich nicht schlecht, nur die Sache ist halt, dann hat man ein bisschen viel zu tun zwischendurch. So, machen wir mal hier die Bäume weg. 45 Sekunden, wir haben ja jetzt 3 Bauarbeiter übrig, das ist schon mal besser, ey, dass man wenigstens 3 Bauarbeiter hat und ein bisschen was machen kann. Können wir natürlich direkt danach auch hier den nächsten Truppenplatz verbessern. Das kostet direkt 360.000 dann. Und ich will diesmal wirklich versuchen, mal ein bisschen eine Strategie an den Tag zu legen. Ich habe ja bei mir bei Clash of Clans einfach irgendwie drauf losgetüttelt und einfach irgendwas gemacht. Hier wollen wir jetzt wirklich gucken, dass wir wirklich erstmal, bevor wir irgendwie die Burg quasi erhöhen, dass wir alles rundrum wirklich in die Höhe pushen, so weit wie es geht, und dann eben da wirklich mal eine Strategie verfolgen und uns auch sofort ein gescheites Dorf bauen, um hier eben ein bisschen Ordnung in der ganzen Sache zu haben. So, jetzt haben wir die 3 Bäumchen weggemacht. Dann würde ich hier schon mal sagen, ah, jetzt hätten wir die 16, naja, mehr Münzen gebraucht, egal, so. Dann machen wir noch irgendwas. Wir könnten natürlich jetzt Bündnisportalruine aufbauen. Oder wir räumen hier mal den Scheiß noch weg. Aber komm, die können wir trotzdem aufbauen. Machen wir einfach mal. Gesundheit, ja, machen wir, das machen wir jetzt, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und dann würde ich fast sagen, versuchen wir mal, hier noch ein bisschen die Ressourcen zumindest hinter der Mauer zu schützen. Wie teuer wäre es denn, verbessern 4000? Na gut, da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Müssen wir die Lager noch ausbauen, das machen wir hiermit noch. Den Münztresor verbessern. Und ja, jetzt haben wir noch einen Arbeiter, dann können wir noch irgendwie irgendwas anderes wegmachen. Beziehungsweise ich verbessere noch den Brunnen für 1000. Oder das Ding für 2000. So machen wir es. Münzen bringen uns meistens mehr, denke ich. Habe ich das Gefühl. Also, Truppen sind in der Mache. Und ja, damit würde ich mich fürs erstmal wieder verabschieden. Danke fürs Zugucken. Wenn ihr mitspielen wollt, in der Beschreibung steht ein Link, in dem ihr, mit dem ihr euch anmelden könnt beim Spiel.
kommt in unser Bündnis, Mobile Fanboy. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Danke, bis zum nächsten Mal und tschüss.